Hallo und herzlich willkommen zum sportlichen Teil der Sendung. Am Wochenende konnte unsere Borussia zum 6. Mal in Folge siegen und bescherte damit Trainer Schubert einen Startrekord. Die Fohlen F zeigte sich gegen die eigentlich heimstarken Berliner souverän und konzentriert. In der 26. Minute fiel dann das erste Tor für den VfL durch Oskar Wendt. Nur 2 Minuten später legte Raphael nach. In der 2. Spielhälfte ging souverän weiter. Durch einen Elfmeter fiel dann das 3:0 für die Gladbacher. Ein Tor konnten die Berliner dann doch schießen, ebenfalls durch einen Elfer. Für den letzten Treffer sorgte Havard Nordwald. Zum Schluss stand dann 4:1 für die Borussia. Am Wochenende gab es aber noch eine positive Nachricht für die Borussia. Gestern Abend wurde ausgelost, dass das Achtelfinale im DFB-Pokal hier bei uns im Borussia-Park ausgetragen wird. Das gab es auch schon länger nicht mehr. Der Gegner steht auch schon fest, die Fohlenelf wird auf den Erstligisten Werder Bremen treffen. Dieses Duell gegen Bremen im DFB-Pokal gab es bereits 4-mal. Die Achtelfinalspiele werden am 15. und 16. Dezember ausgetragen. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt. Und wir bleiben immer noch bei der Borussia. Morgen steht das Champions-League-Heimspiel gegen Juventus Turin an. Meine Kollegin Stefanie Anders war für Sie beim Abschlusstraining mit dabei. Hier kommen jetzt alle Infos zum Topspiel. Kaum aus Berlin zurück, schon müssen sich die Borussen auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und zwar nicht auf irgendeinen. Morgen Abend muss Borussia Mönchengladbach in der Champions League gegen Juventus Turin ran. Genügend Selbstvertrauen für diese große Aufgabe dürfte André Schuberts Team auf jeden Fall getankt haben. Heute Nachmittag ging es für die Mannschaft ein letztes Mal auf den Trainingsplatz, bevor es morgen ernst wird. Mit dem spektakulären 1:4 gegen Hertha BSC Berlin konnte man die Siegesserie unter Interimstrainer Schubert weiter ausbauen und außerdem auf Platz 5 der Tabelle klettern. Am Anfang der Saison rechnete man sich kaum noch Chancen in der Königsklasse aus, wollte die Teilnahme am Wettbewerb einfach nur noch genießen, unabhängig vom Ausgang. Nach dem 0:0 vor knapp 2 Wochen beim Champions-League-Finalisten in Turin sind die Hoffnungen auf Platz 3 aber wieder deutlich gestiegen. Juventus hat in der Serie A weiterhin Probleme und krebst im Mittelfeld der Liga herum. Dennoch kann die Mannschaft mit einem Sieg im Borussia-Park den Einzug in die nächste Runde der Königsklasse perfekt machen, wenn Sevilla gleichzeitig gegen Manchester City verliert. Ein Spieler wird sicher nicht mit nach Mönchengladbach reisen. Sami Khedira zog sich am Samstag im Spiel gegen den FC Turin eine Wadenzerrung zu und fehlt den Italienern in den nächsten 3 Wochen. Jetzt haben Sie alle Infos rund um das wichtige Fußballspiel heute Abend. Beim Hockey gibt es aber auch Erfreuliches zu berichten. Die Krefelder Hockeyherren haben nämlich ebenfalls eine Siegesserie. Bereits zum 3. Mal in Folge konnte der CHTC gewinnen. Diesmal gegen den Erzrivalen Uhlenhorst Mülheim. Schon nach 3 Minuten sorgte Krefelds Nationalspieler Oskar Deke für die 1:0-Führung. Und nur 10 Minuten später traf er erneut zum 2:0. Danach kam der HTCU immer mehr ins Spiel und konnte einen Anschlusstreffer erzielen. So wurde es für die Zuschauer nochmal spannend. Die Mannschaften wechselten sich mit den Treffern ab. Ja, ich denke, es war schon mal sehr wichtig, dass wir vorm Spiel die Platzwahl gewonnen haben. Beim ersten Tor ist es schon so, dass der Keeper von dem Mühlermann den Ball, glaube ich, nicht richtig sehen kann. Wir fangen sehr gut an, finde ich. Mühlheim ist natürlich auch eine sehr starke Mannschaft. Mit dem 2:0 hören wir leider so ein bisschen auf und dann wird Mühlheim immer aktiver und von daher wurde es dann auch enger. Doch am Ende fiel das entscheidende Tor für die Krefelder. Sie konnten die Mülheimer mit 4:2 besiegen. Und wir bleiben in Krefeld und beim Hockey, nur diesmal auf dem Eis. Trainer der Krefelder Pinguine, Rick Adorno, hier noch bei der Saisoneröffnung, soll womöglich den Verein verlassen. Nach fast 6 Jahren soll nun alles aus sein. Ein möglicher Nachfolger für den Posten soll auch schon im Gespräch sein. Der 35-jährige Franz David Fritzmeier. Bislang ist er Co-Trainer bei den Kölner Haien. Rick Adorno ist 60 Jahre alt und damit der älteste Trainer in der deutschen Eishockeyliga. Sein möglicher Nachfolger wäre dann der jüngste Chefcoach der Liga. Offiziell bestätigt ist der Trainerwechsel aber noch nicht. Es bleibt also spannend. Das war's vom Sport und damit auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.